Von daher gibt es manches, was ich in der DDR erlebt habe, auch heute wieder natürlich in modifizierter, moderner Form. Und als erstes fällt mir da das Denunziantenunwesen ein, unter dem wir jetzt massiv zu leiden haben. In der DDR gab es ja bekanntlich die Staatssicherheit, soll sich um 90.000 bis 130.000 Leute gehandelt haben, die die Aufgabe hatten, zu denunzieren. Und heute haben wir die Aufforderung von Politik und Medien, aufeinander zu achten und antidemokratische Positionen, Haltungen und so weiter zu melden.